Es war ein wunderschöner Morgen auf der Insel Sodo. Die blaue Bemalung von Thomas, der Rangierlokomotive, funkelte im Sonnenschein, als er glücklich auf seiner Nebenstrecke mit Annie und Clarabel dahin dampfte. Er war außergewöhnlich zufrieden mit sich. Hallo Thomas, rief Percy, du siehst ja fabelhaft aus. Kann man wohl sagen, brüstete sich Thomas. Blau ist die einzige Farbe, die für eine Lokomotive in Frage kommt. Naja, ich weiß nicht, mir gefällt meine braune Farbe, sagte Toby. Ich war immer grün und ich wollte nie eine andere Farbe haben, mischte sich Percy ein. Naja, trotzdem, schnaubte Thomas. Blau ist die einzige Farbe für eine wirklich nützliche Lokomotive. Das weiß doch jeder. Percy sagte nichts mehr. Er grinste nur Toby an. Später, als Percy kam, ruhte sich Thomas aus. Ein riesiger Einfülltrichter lud seine Güterwagen voller Kohle. Thomas war noch immer übermütig. Vorsicht, warnte er. Passt auf mit diesem blöden Güterwagen. Weiter, brummelten die Güterwagen. Und übrigens, fuhr Thomas fort, dieser Prellbock sieht nicht besonders zuverlässig aus. Die letzte Ladung quoll heraus. Hilfe! Ich ersticke! Schrie Thomas. Befreit mich! Percy machte sich Sorgen, aber er musste einfach lachen. Thomas' schöne blaue Bemalung war von vorne bis hinten mit Kohlestaub bedeckt. Percy, jetzt siehst du nicht besonders nützlich aus, Thomas. Du siehst wirklich erbärmlich aus. Ich bin nicht erbärmlich, schimpfte Thomas. Das hast du mit Absicht gemacht. Hol mich raus! Es hat so lange gedauert, Thomas wieder sauber zu kriegen, dass er nicht rechtzeitig zu seinem nächsten Zug kam. Toby musste Annie und Clarabel ziehen. Armer Thomas, flüsterte Annie Clarabel zu. Sie waren ganz außer sich. In dieser Nacht war Thomas im Depot sehr mürrisch. Toby hielt es für einen tollen Witz, aber Percy war sauer auf Thomas, weil der dachte, er hätte seine Bemalung mit Absicht schmutzig gemacht. Komisch, eine wirklich nützliche blaue Lokomotive wie Thomas wird zum Schandfleck der Eisenbahn des dicken Kontrolleurs. Am nächsten Tag heiterte sich die Laune von Thomas auf, als er sah, wie Percy seine Güterwagen vom Knotenpunkt anschleppte. Die Güterwagen waren schwer, Percy war müde. Trink was, sagte sein Lokomotivführer, dann geht's dir besser. Die Wassersäule stand am Ende des Abstellgleises bei dem provisorischen Prellbock. Plötzlich stellte Percy fest, dass er nicht anhalten konnte. Der Prellbock konnte ihn auch nicht aufhalten. Oh, wie jammerte Percy, Hilfe! Der Prellbock war zerbrochen und Percy steckte bis über die Räder in Kohle. Es war Zeit, dass Thomas von hier wegkam. Er hatte alles gesehen. Jetzt ist Percy auch eine Lehre erteilt worden, kicherte er vor sich hin. In dieser Nacht legte die beiden Lokomotiven ihren Streit bei. Ich habe deinen Unfall nicht absichtlich verursacht, Thomas, flüsterte Percy, das weißt du doch, oder? Natürlich, antwortete Thomas. Und es tut mir leid, dass ich vorwitzig war. Deine grüne Bemalung sieht auch wieder fabelhaft aus. In Zukunft passen wir beide besser auf unsere Farbe auf.